Das ging schnell. Das war leicht. Ja, klar. Das ist ein kleines Navi, wa? Aber hier ist niemand. Verdammt, dieser Kobold hat uns... Warte, er sagte doch, dass der Feenforscher unten im Berg ein Kunstwerk untersucht. Stimmt. Dann müssen wir ihn dort suchen. Aber ohne einen Plan von den Höhlen finden wir ihn nie. Ach, jetzt auf einmal ist er kein Navi mehr. Diese Navi-Funktion scheint ein eingebautes Feen-Feature zu sein. Der Forscher scheint seit Tagen nicht hier gewesen zu sein. Nur noch Kohlen und Asche. Super, Holzkohle. Schön grillen, ein paar Würstchen, ein paar Steaks. Mit der Kerze wurde offenbar die kleine Grotte beleuchtet. Die Kerze ist völlig runtergebrannt. Können wir vielleicht dann die Holzkohle da reinlegen? Nein? Für ein Feuer taugt das Holz nicht mehr. Es ist völlig verkohlt. Was soll das sein? Da sind Statuen mit Schwertern abgebildet. Vielleicht ein Kunstwerk. Was soll das darstellen? Dreh doch mal um. Auf der Rückseite ist nichts. Nein, ich meine andersrum. Wie andersrum? Ach, du verstehst überhaupt nichts von Kunst. Nee, tu ich auch nicht. Was haben wir denn da? Was soll das sein? Da sind vielleicht... Okay, bringt jetzt auch nichts. So, weiter. Was ist da drin? Mach sie auf. Ja, mach sie auf. Los, los, los. Alles klauen. Unverständliche Symbole. Gekrakel. Damit kann ich nichts anfangen. Welche Runen oder so? Aber jetzt halt Magiedilettant. So. Sollte ja zumindest schon wissen, was eine Rune ist. Was flattert denn da? Das ist einer dieser Schmetterlinge vom Seeufer. Sommerlinge. Oder Sommerlinge. Was macht der in einer Vitrine? Vitrine? Wir müssen den Sommerling befreien. Ich komme nicht ran. Na ja, das kriegen wir hin. So, haben wir alles. Oh, Grotte. Erkennst du, was dort ist? Nein, du? Nein. Du musst es herausfinden. Da gehe ich nicht rein. Am Ende trete ich auf ein Dorf von Winzlingen. Haben wir. So, wie kriegt man den Sommerling da runter? Vielleicht mit der Decke? Nein. Das Glas zerstören? Ja. Du musst ihn befreien. Musst du immer gleich alles zerbrechen? Du wolltest, dass ich ihn befreie. Aber nicht so. Dinge dürfen nicht kaputt sein. Ist doch nur ein Glas. Ja, nur ein Glas. Und irgendwann bricht alles auseinander. Und alles wird dunkel und grau. Ja. Vielleicht können wir es ja reparieren. Nö, können wir nicht. Nuri. Du kannst doch Licht zaubern. Nur in der Nacht. Ich sammle das Mondlicht. Und es scheint kein Mond. Außerdem kostet es mich viel Kraft. Schon gut. Ich schaue mich mal weiter um. Wieder mal nutzlos. Wie immer. Was könnte man da denn machen? Wir haben Feuer und Steine. Wir haben Kohle. Nanu? Als Kind habe ich manchmal mit Kohle gezeichnet. Kannst du mich zeichnen? Dreidimensional. Dreidimensional? Ich weiß ja nicht mal, was das ist. Sehr gut. Als Kind hab... Kannst du drei... Drei, ja, ich weiß wir, ja... Das hatten wir. Kann man die Kohle reparieren? Nein, kann man nicht. Schade. Ja. Können wir eigentlich nur mal weitergehen? Komm, wir gehen einfach. Nein. Ohne Wegbeschreibung verlaufen wir uns. Okay, dann gehen wir doch nicht. Wir könnten theoretisch wieder rausgehen.
Was ist das? Auf dieser hier steht etwas, das ich lesen kann. Ach, jetzt geht's doch. Okay. 1 mal 4, 4 mal 1. Kohlekarren. 3 mal 6 mal 3. 2 mal 4 ist 8. 6 mal 3 ist 18. Spinnen. Spinnen haben 8 Beine. Eine Kohlekarren hat 4 Räder. 1 mal 4, 2 mal 4. Also 4 oder 8. Was ist das denn? Das kann ich gar nicht. Was soll denn das darstellen? Ist das Wind oder so? Oh Gott, ich erkenne das gar nicht. Das letzte 5 mal 1, 3 mal 6, 5 oder 18. Das sind nämlich Rubine. Okay. Ja. Gehen wir erstmal wieder zurück. Ach, das sind bestimmt. Das ist bestimmt die Wegbeschreibung. Komm, wir gehen einfach. Nein. Ich dachte, das hättest du jetzt entschlüsselt. Okay, das gibt mir aber nur Informationen. Das heißt, ich würde erstmal rausfinden, was ist denn da? Oben links? Sieht man ein irgendwas Strukturähnliches im Bild. Na nu. Kann ich irgendwas machen auf dem Ding? Offensichtlich nicht. Gut, dann gucken wir erstmal, wo man diese Information überhaupt anwenden könnte. Kann man irgendwas mit der Steintafel machen? Wo kommen wir denn? Das dauert mir zu lange. Komm, wir fragen den Kobold. Warte. Ach, das war... Oh nein. Was ist? Dort unten am See sind Orks. Verflucht. Sie müssen unseren Spuren gefolgt sein. Wir sollten uns beeilen. Gut, wir kommen also nicht zurück. Wir müssen also hier die Lösung finden. Das ist nicht gerade hilfreich. Mit der Kerze wurde offen. Die Kerze ist völlig runtergebrannt. Die sind ja witzig. Ich kann noch gar nicht interagieren. Das ist ja lustig. Was soll ich denn hier machen? Ich muss ja mal kurz alles durchgehen. Ich wüsste nämlich nicht, womit ich hier noch interagieren soll. Okay. Ach, die leuchtet. Ja, stimmt. Das ist doch keine Vase. Oh, sieh mal. So, und jetzt nehmen wir die Karte. Nicht, nehmen wir nicht. Irgendwas konnte ich hier gerade machen. Na? Ach, da, jetzt. Was ist das? Ein Spiel? Was ist das? Ein Spiel? Ah, okay. Okay, jetzt kommt das andere ins Spiel. Ein Stalagmit oder Stalaktit. Eins von beiden.
Stalagnit und Stalaktit, das war entweder von oben oder von unten. Stalagnit? Ich glaube, der Stalagnit kam von oben. Ist jetzt aber eigentlich eine 50-50 Chance, das zu raten. Auf jeden Fall ist eins jeweils Stalagnit, Stalaktit. Ein Stalagmit oder Stalaktit, eins von beiden. Okay, das können wir jetzt bei jedem machen. Das heißt, wir können da wohl irgendwie dran ziehen. Ich teste das mal. Okay, wir können die unteren, also irgendwie mit den oberen verbinden. Und dabei hilft uns bestimmt der Stein. Einmal 4, 4 mal 1. Einmal 4, 4 mal 1. Ich glaube, wenn du zwei Fäden kreuzt, zeigt ihr Schatten einen Ort auf der Karte. Also immer nur zwei Fäden. Okay. Einmal 4. 4 mal 1. Laut Steintafel liegt dort eine Kupfermine. Glaube nicht, dass der Forscher dort ist. Tja. Wie gehört das denn kombiniert? Ah! Jetzt verstehe ich. Das ist die Kupfermine. Da sind Spinnen. Das ist bestimmt das Kunstwerk. Und das sind die Rubine. Wir müssen also 4 mal 1, 2 mal 4 machen. Okay. Das, ich würde also schätzen, 4 mal 1, das heißt 4 auf den ersten. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. 4 auf den ersten, 2 auf den vierten. Irgendwie in der Kombination. 2 auf den 1, 2, 3, 4. Auf den ersten, 2 auf den vierten, war das nicht so? War das falsch? 4 auf den ersten, 2 auf den vierten. Okay, das war falsch. Dann machen wir einmal, wenn wir nicht 4 auf den ersten haben, dann machen wir den ersten auf den vierten und den ersten auf den vierten und den vierten auf den zweiten. Wenn die Zahlen auf der Steintafel stimmen, muss dort das Feenkunstwerk sein. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo der Forscher ist. Ja, so haben wir's. Und weiter! Also, zum Feenkunstwerk ging es zunächst nach rechts, dann geradeaus, dann einmal links, nein, zweimal links, dann dreimal geradeaus. Kannst du dir das merken? Links, rechts, geradeaus. Ich glaube, wir sollten den Weg lieber abzeichnen. Ja, glaube ich auch. Ich zeichne den Weg einfach auf die Rückseite. Chiron, versprich mir, dass der Feenforscher mich nicht nach Hause bringt. Also gut, ich verspreche es. Wir kriegen das schon hin, keine Sorge. Komm, ich weiß jetzt, wo wir hin müssen.